Der FC Bayern München gegen 1899 Hoffenheim. Das Top-Duell und wir von 90+X sind mal wieder in der Allianz Arena gewesen. Den Vlog gibt's also jetzt. Für den FCB ein ganz besonderes Spiel. Es gibt nämlich ein neues Trikot. Eine Sonderedition, die aus Ozeanmüll hergestellt wurde. Ich bin ein bisschen zwiegespalten, ob's gut oder schlecht ist, aber eure Meinung gern mal in die Kommentare. Es ist also angerichtet. Wir sind auf unseren Plätzen, die Stimmen sind zumindest ein bisschen geölt und los geht's mit der Mannschaftsaufstellung. Die 5, Max Hummels! Nummer 6, Thiago! Die 9, Roman! Lewandowski! Mit der 10, Allen! Robben! Beide Teams sind in der aktuellen Bundesliga-Saison noch ungeschlagen. Die TSG sogar so stark wie in der Aufstiegssaison, als man später Herbstmeister wurde. Die Ultras präsentierten eine kleine Choreografie, mehr dazu gleich. Bei den Bayern fehlte vor allem eins: Geschwindigkeit. Die logische Folge, ich will es eigentlich gar nicht sagen, das tut schon fast im Herzen weh. Was war das? Wie ein Strich ist da rein, oder? Da haben wir Hoffenheim-Fans. Ja, brutale. Gibt es denn Hoffenheim-Fans? Nicht viel, so ich sag's dir. Oh Mann, 0-1. Fans und die rasten aus. Gut, also das 0-1 ist aus dem Abseits heraus entstanden, aber egal. Die Ultras kümmerten sich dann doch lieber um sich selbst, sie gratulierten nämlich den Munich Maniacs 1996 zum Geburtstag. Beide Teams kämpften, der FC Bayern mit mehr Ballbesitz und trotzdem erzielten nur die Hoffenheimer Tore. Ihr wisst schon, was ich meine. Für uns trotzdem ein Grund zum Jubeln. Ja! Eigentor, oh, ihr armen Hoffenheimer. Schauen wir noch mal hoch. Eins! Ich glaube, dieses Tor ist nie gefallen. Es wird in der Matrix irgendwann verschwinden. Das Spiel war schlecht, insbesondere dieser Freistoß von Arjen Robben. Zur Halbzeit steht es also 1-1. Schlechter kann's auf dem Platz also kaum noch werden. Highlights also Fehlanzeige und mein größtes Problem, ich meine, in der zweiten Halbzeit war es auch nicht deutlich besser, aber der Funke, der wollte nicht so richtig überspringen. Von Minute zu Minute wurden die 75.000 Fans leiser und dazu nervig. 1899 Hoffenheim spielte ab der 50. Minute auf Zeit. Erst in der Schlussphase kam dann zumindest ein bisschen Schwung rein. Unter anderem mit dieser Chance, dem Pfostenschuss von Mats Hummels. Der Endstand also 1-1, die Hoffenheim-Fans jubeln und ich ärgere mich nicht nur wegen dem Unentschieden. Vor dem Spiel ist mir nämlich mein FC Bayern-Beutel von der Security weggenommen worden, obwohl die Stadionordnung diesen zulässt. Nach dem Abpfiff sollte ich dann abholen, da war er aber schon gestohlen. Blödes Spiel, blödes Ende.